Ja, hallo. Eure Steuern sind fällig. Es wird Zeit, dass ihr mich für meinen selbstlosen Schutz bezahlt. Okay, selbstloser Schutz, damit meint er. Also er beschützt ja nicht wirklich, sondern. Ach man, ich brauche mehr Holz. Holzfäller, was macht ihr? Ich habe 5 Nahrung, das müsste reichen. Ich weiß, es ist nicht so gut, wenn man jetzt noch Holz verbraucht, aber. Hey, ich habe so viel Holzfäller, das. Hä? Die können doch kein. Es gibt so wesentlich. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. So schön mit euch. Okay, der wird auch gleich fertig sein. Und dann können wir sie senden. Moment. Und. Danke für eure Hilfe. Jetzt. Durch eure Zahlung haben wir wertvolle Zeit gewonnen. Nun können wir uns Gedanken über wirkungsvolle Gegenmaßnahmen machen. Okay, 6 Soldaten sind circa gestorben. Circa. Im vorigen Schlacht, aber ich glaube, es sind wenige gestorben. Die Maditen sind wieder da. Achso, nein, die gehen jetzt zurück und kommen dann wieder. Ah, ihr habt das Gold. Das wird meine Männer überzeugen, den Dorfbewohnern zu helfen. Da sind ja auch einige gestorben. Schlagen wir zurück. 2, also auch 6. 2 Patrouillen haben sie in der Zwischenzeit gemacht. Könnte man jetzt einnehmen. Aber. Passt. Das arme Dorf Mondstein. Wir wollen eine Palisade um unser Dorf errichten, um uns gegen die Schergen von Randalfingen zu schützen. Doch dafür brauchen wir Holz. Viel Holz. Bitte helft uns, damit wir die Palisade schnell bauen können. Die haben eigentlich ihren Holzfäller, aber ist ja auch egal. Danke für das Holz. Nun können wir mit dem Bau der Palisade beginnen. Hoffentlich wird das diese Halunken aufhalten. Ja, hoffentlich. Verstanden! Wir können ja mal einfach nur die Banditen gegen sie kämpfen lassen und uns selber auf den... Jawohl! Und uns selber auf den Kampf vorbereiten. Erklimmt diesen Wall! Weil, ja, der Randalfing, Baron von Randalfing, stürmt die Mauern! Ist halt ein sehr streitlustiger, müsst ihr wissen. Auf die Mauern, Männer! Und da muss man halt immer vorsorgen. So, ich glaube zwar, dass hier nichts mehr passieren wird, aber... Hinauf und hinüber! Zur Sicherheit. Zur Sicherheit. Weil es wäre schon dumm, wenn dann noch was passiert. Es wäre nicht so ideal. Und der Elias kann ja noch alleine. Weil die brauchen sehr lange fürs Bauen. Weil sie halt so wenige Bauarbeiter haben. So erkläre ich mir das. Sie bauen auch nicht zuerst die Seite oder so. Nein, sie bauen ein Stück da, dann ein Stück da, dann ein Stück da. Es ist halt ihre eigene Art zu bauen. So. Dann schauen wir mal. Ist das jetzt die Folge 13 eigentlich? Keine Ahnung.
Bauen wir noch das Lagerhaus aus. Weil wir können es halt. So, dann dauert es noch ein paar Sekunden, dann ist die Palisade immer noch nicht fertig, aber es liegt halt dann nicht an uns. Wir haben sowohl Banditen angeheuert, als auch die Palisade gebaut. Bauen lassen, also ihnen was dafür gegeben, dass sie es bauen können. Passt. Käserei, haben sie einen Milchbauern? Nein, haben sie nicht mal. Auf euren Befehl! So, jetzt müsste sich der Handelfing eigentlich wieder melden. Das 20 Eisen steht immer noch da. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, genug Holz. Nur Getreide, okay. Können wir eigentlich noch anbauen? Weil wir offenbar nicht so viel Nahrung haben. So, wir können uns ja dann auch irgendwann mal kühlen. Mann, die Sonne ist eigentlich kaum, das ist. Dieses Mal haben wir die Pläne des Barons durchkreuzt. Diesmal hat er das arme Dorf nicht plündert. Aber er ist nicht mal mit Soldaten gekommen. Was mischt ihr euch ein, Ritter? Ihr habt diesen Bauern geholfen, eine Palisade zu bauen. Für diese Frechheit werdet ihr bezahlen. Soldaten, bereit machen zum Angriff. Das ist jetzt ein bisschen. Wir müssen diese Stadt beschützen. Welche? Wem gehört die? Nein. Ja, wir haben jetzt ein kleines Problem, weil eine riesige Stadt, das Ganze hier ist eine Stadt, gegen unser kleines Städtchen angreifen will. Das ist, ja, nicht so gut. Was ist mit der Kerstel? Gilt das, was ich hier bezahlt habe, noch? Ihr glaubt, eine Mauer könnte euch schützen? Wartet nur ab. Das nächste Mal werde ich eine Ramme mitbringen. Er war noch gar nicht da. Das meine ich mit Fails. Er war noch gar nicht da. Aber er redet schon wieder von nächstes Mal. Verstanden. Dann reite ich ihn entgegen. Allein. Er wird keine Chance haben. Ich bin ein Eselreiter. Oder Maultier, weiß ich nicht. Nein, ich glaube, es ist ein Esel. Es lebt sich gut hier. Hey, wieso ist der hier auf der. Ach, ich frag nicht nach. Der Jäger war gerade auf der Jagd. So, ich sehe hier zwar noch keine Soldaten, aber okay. Ja, offenbar greifen sie jetzt doch nicht an. Es ist. Könnte man jetzt zwar feignen, aber. Ah, okay, ich glaube, da kommen sie. Ach so, aber ich glaube, die kommen nur, um Elias zu. Anzugreifen. Oder. Oh, die haben gar nichts. Ah, doch, ja.
Jawohl! Kommen Sie jetzt immer noch näher? Sind es die vom Dorf Monstein? Ne, die gehen jetzt wieder. Ja, gut, ich glaube, die kamen jetzt direkt aus der Stadt, nur um den Elias anzugreifen und jetzt. Ist alles eine Stadt hier. Gut, Elias, ich würde mal sagen. Wie ihr wünscht. Dann gehst du auch wieder in unsere Stadt. Wie ihr wünscht. Wir merken es schon früh genug, wenn sie kommen. Ja, ich würde sagen, ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Ciao.